Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr es sicherlich wisst, bin ich am Freitag tatsächlich YouTube-Partner geworden und damit habe ich jetzt Videowerbung und den Superchat freigeschaltet, wobei Superchat immer halt relativ irrelevant ist, da ich auf YouTube nicht mal streame. Und heute werden wir ein paar Experimente mit der Videowerbung machen. Wir werden zum Beispiel schauen, wie viel Werbung man denn überhaupt in ein Video packen kann, das eben halt über 10 Minuten lang ist. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ganz interessant, wenn natürlich weitere Ideen für zum einen irgendwelche Experimente mit YouTube-Partner haben. Oder alternativ auch Ideen für weitere Videos habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, wie man überhaupt die Videowerbung aktiviert. Und dafür ist es eben halt so, dass man ganz normal natürlich ein Video hier hochlädt. Ich kann auch beispielsweise einfach das Shop-Video von heute Morgen nehmen. Hat sich natürlich nichts geändert, wo auch immer das dann ist. Nehmen wir einfach das da. Ich glaube, es müsste sogar sein. Dann lädt man das ja ganz, ganz klassisch hoch und vorher war es ja eben halt so, dass man immer die Details hatte, dann die Videoelemente und dann die Sichtbarkeit. Und jetzt hat man eben halt zusätzlich noch die Option Monetarisierung. Standardmäßig ist es tatsächlich immer ausgeschaltet und man kann es dann eben halt einschalten, was man eben halt immer machen sollte. Man kann hier rein theoretisch auch noch entscheiden, wie man denn die Werbung gestalten will. Zum einen, ich glaube, Display-Anzeigen sind immer aktiviert. Ich glaube, es ginge nur, wenn man alles andere ausmacht, wobei es wahrscheinlich nicht mehr dann geht. Genau, es geht nämlich gar nicht, das auszuschalten. Man müsste eben mal Monetarisierung dann ausschalten, um das auszuschalten. Aber die Display-Anzeigen ist das, glaube ich, was über den Videovorschlägen dann immer steht. Das sind die Display-Anzeigen. Die Overlay-Anzeigen sind dann diese Banner, dann gesponserte Infokarten. Lasse ich einfach immer alles an. Ich glaube, gerade die Banner und die gesponserten Infokarten und vor allem auch die Display-Anzeigen sind das, was eigentlich am wenigsten stört. Überspringbare Video-Anzeigen und nicht über überspringbare Videoanzeigen mache ich natürlich auch. Ihr müsst natürlich wissen, man macht mit überspringbaren Videoanzeigen nicht ganz viel Geld, weil das natürlich deutlich kürzer ist, sind dann ja immer nur die 3 Sekunden, weil es übersprungen werden kann. Das heißt, damit verdient man immer kaum etwas. Aber ich versuche eben halt dann trotzdem nicht zu viele Werbung insgesamt in ein Video zu packen. Allerdings muss man natürlich darauf achten, dass man unter 10 Minuten, also wenn ein Video nicht 10 Minuten lang ist, kann man natürlich auch keine Werbung schalten, bzw. also keine Werbung während des Videos irgendwie bestimmen, sondern ich glaube, dann wird hier nur, also während des Videos ist dann immer automatisch aktiviert. Man kann das dann auch nicht ausschalten, aber man man kann sich nicht selber aussuchen, was das für Werbung dort sein soll und so. Das ist einfach so automatisch aktiviert und ansonsten eben halt vor dem Video und nach dem Video kann man auch nicht ausschalten. Das heißt, es ist immer aktiviert, solange man eben halt die Monetarisierung aktiviert hat. Das heißt, wenn man eben halt so ein Video macht, dann hat man im Prinzip keine Bestimmungsmöglichkeiten. Selbst wenn ein Video dann eben halt 9 Minuten 59 lang ist, hat man eben halt genauso wenig Möglichkeiten wie bei einem Shop-Video, das nur 3 Minuten lang ist. Was auf jeden Fall schon ganz krass ist. Ich dachte eben halt früher immer, dass man dann vielleicht nur weniger Werbung oder so schalten könnte, aber dass man tatsächlich gar keine Bestimmung darüber hat, was man denn für Werbung schaltet, ist auf jeden Fall schon ziemlich krass und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze denn aussieht, wenn man jetzt mal ein Video nimmt, das etwas mehr als 10 Minuten lang ist, also dadurch im Prinzip für die maximale Werbung freigeschaltet sein sollte. Dafür gehen wir jetzt einfach mal auf das Video rauf. Ist ein bisschen länger als 10 Minuten, denke ich mal, sollte aber keine Rolle spielen. Und hier sieht man schon, dass man das Ganze anpassen kann. Das heißt, ich kann anpassen, dass es vor dem Video nicht abgespielt wird. Ich kann auch nach dem Video ausschalten. Ich kann generell alles ausschalten, also rein theoretisch könnte ich es auch auf eingeschaltet lassen, allerdings gleichzeitig eben halt alle Videoanzeigen ausgeschaltet haben. Also würdet ihr dann im Prinzip tatsächlich nur Displayanzeigen und gesponserte Infokarten bekommen, aber ansonsten eben halt einfach gar keine Anzeigen, was auf jeden Fall die anderen Optionen hier unnötig machen würde. Ich frage mich eigentlich, warum das überhaupt geht. Aber auf jeden Fall, denke ich mal, ist jetzt das Interessante, was denn passiert, wenn wir hier auf Anzahl und Position manuell festlegen klicken. Und ihr seht hier dieses graue Zeichen, das ist da die Werbung, die ich auf dem Video geschaltet habe und ansonsten habe ich tatsächlich gar keine Werbung eingeschaltet, aber wir können jetzt ja mal schauen, wie viel denn überhaupt möglich wäre und ob vielleicht sogar unendlich Werbeanzeigen möglich wäre und ich glaube, wir packen das jetzt einfach mal hier möglichst nah beieinander und dann sieht man auch schon, es gibt eigentlich keine Limitierung, wie weit die auseinander sein müssen und so wie es aussieht, gibt es hier auch keine Begrenzung. Ja, wie viele man überhaupt schalten kann. Ich versuche das jetzt mal einmal schnell voll zu machen.
glaube tatsächlich, ich muss das jetzt gar nicht mehr weiter fortführen, weil hier schon so viele Werbung sind. Ich glaube, es gibt tatsächlich einfach keine Begrenzung. Das heißt, man könnte rein theoretisch so ein Video hochladen. Und ich glaube, es gibt auch keine Bedingung dafür, dass man weniger Werbung machen kann. Beziehungsweise, dass man weniger, dass man irgendwie einen Strike bekommt, wenn man so viele Werbung macht. Weil es ja letztendlich für YouTube auch nur gut ist. Aber das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, dass es tatsächlich irgendwie nicht mal eine Begrenzung gibt, dass man pro Minute vielleicht nur 2 Werbung schalten kann. Sondern man kann eben halt tatsächlich unendlich Werbung machen. Ich meine, es sind jetzt knapp 4 Minuten hier und vielleicht 20 Anzeigen, die man hier schalten kann. Und das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr extrem. Und hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so extrem gut geht. Werde ich natürlich nicht machen, wie ihr seht. Ich versuche immer einen ganz guten Mittelweg zu machen, so dass die vor allen Dingen auch nicht störend sind und eben halt nicht mitten im Wort sind. Versuche ich natürlich zu machen, kriegt man nicht immer hin, weil es auch nicht ganz so genau ist. Man kann sich hier ranzoomen. Ist trotzdem nicht das Leichteste, das genau einzustellen. Aber wie gesagt, so etwas werde ich auf jeden Fall nicht machen, weil es so ja unertragbar wäre, wenn man sich das hier mal anschaut. Aber auf jeden Fall sieht man dann hier, dass jedes Mal bei den Teilen dann immer eine Werbung kommt. Aber auf jeden Fall würde man dann eben halt wieder alle 10 Sekunden eine Werbung haben. Und das könnte man sich doch wirklich bei bestem Willen echt nicht antun. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass, dass das tatsächlich möglich ist. Was auch eine weitere Sache ist, die ich jetzt freigeschaltet habe, die gar nicht mit YouTube Partner zusammenhängt, sondern einfach durch die 1000 Abonnenten gekommen ist, ist das Beitrag erstellen Feature, was auf jeden Fall auch ganz nice ist. Dort kann ich immer mit euch einfach schnelle Umfragen machen, beziehungsweise Umfragen ja auch nur noch bis zum 10. Juni, da die dann entfernt werden. Aber ich kann euch einfach nach Videovorschlägen und all solchen Sachen informieren, kann euch darüber informieren, wenn manchmal kein Video kommt, was auf jeden Fall auch ganz nice ist. Also wenn ihr dort nichts verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Dann solltet ihr es nämlich zum einen einmal hier auf der Startseite, wenn ihr etwas runterscrollt, irgendwo finden. Hier gibt es YouTube-Beiträge, sind manchmal höher, sind manchmal etwas niedriger. Dort kann man das zum einen sehen. Auf dem Handy ist das, glaube ich, sogar noch offensichtlicher. Und wenn ihr das genau sehen wollt, könnt ihr einfach auf meinen Kanal gehen, also einfach nach TheLCraft suchen und dann hier auf den Community-Tab gehen. Dann könnt ihr das Ganze auch sehen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr nices Feature, würde ich sagen. Und wie ihr es hier schon rechts oben tatsächlich sehen könnt, sind das die ersten Einnahmen. Und das ist tatsächlich, wenn ihr euch immer auf Analytics klicken, nur das, was ich am Freitag eingenommen habe, da tatsächlich das Ganze immer erst nach 2 Tagen aktualisiert wird. Und so seht ihr immer das Ganze vom Freitag, den 5. Juni. Und am Freitag hatte ich das, glaube ich, erst auch so um 18 Uhr freigeschaltet. Das heißt, ich habe 42 Cent innerhalb von 6 Stunden verdient, was auf jeden Fall, denke ich mal, schon ganz gut ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze morgen sein wird, denn dann ist der ganze gestrige Tag auch einen ganzen Tag tatsächlich die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ich bin mal echt gespannt, wie viel dann dabei rumkommt. Und ich denke mal, was auch ganz interessant sein könnte, ist, wie viel CPM ich denn habe. Ihr wisst es ja, das ist immer so das große Thema. Der Durchschnitt ist immer so bei 3 bis 4 Euro. Bei mir ist es jetzt ein bisschen weniger. Ist allerdings auch nur auf 282 monetarisierten Wiedergaben. Muss man mal schauen, wie sich das einpendelt. Unge hat zum Beispiel einen extrem hohen CPM, glaube ich. Andere haben relativ niedrigen. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Und was man eben halt auch mal beachten sollte, ist, dass der Umsatz nicht dadurch kommt, dass Klicks auf meinem Video sind, sondern dass die Werbung angeschaut wurden. Das heißt, wenn alle Leute in meinen Videos immer nur das Ganze immer so oft aktualisieren würden, die Seite, bis irgendwann keine Werbung mehr kommt oder nur mit Adblocker schauen, dann nehme ich natürlich auch durch 1000 Klicks keinen einzigen Cent ein. Und deshalb finde ich es immer ganz nice, wenn man auf jeden Fall gerade bei kleinen YouTubern ohne Adblocker schaut. Mir geht es tatsächlich nicht darum, irgendwie extrem reich mit YouTube zu werden, sondern einfach um ja damit dann zum Beispiel ein Stream Deck zu kaufen und generell mehr Upgrades für YouTube. Das ist auf jeden Fall so das, was ich damit machen will. Und hier sieht man auf jeden Fall auch im Prinzip, wodurch die ganzen Anzeigetypen sind und wodurch der größte Werbeumsatz sind. Und das größte ist natürlich durch überspringbare Videoanzeigen. Das Ganze liegt daran, dass einfach das Ganze am häufigsten vorkommt. Ansonsten hat man ja eigentlich seltene Werbeanzeigen, die komplett durchgehen, aber das ist auf jeden Fall das häufigste. Was ich, muss ich sagen, auch immer die angenehmste Anzeige finde, ist, wenn man neben einem Video hier rechts dann die Werbung bekommt, denn dort stört sie immer wirklich gar nicht. Das sind auf jeden Fall so die kleinen Experimente, die ich euch mal zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da, schreibt mir Feedback in den Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.